Wir werden Ihnen heute beweisen, 10 von 10 Männern ist F-Zero GX nicht zu stark. Na Männer, ist geil schnell? Super, Kolinski! Astrein, mega! Meier! Hervorragend, toll! Holding! Echt stark! Hansen! Sehr gut! Petersen! Hilfe! Sehen Sie? 9 von 9 Männern ist F-Zero GX nicht zu stark. F-Zero GX, ist es zu stark, bist du zu schwach. Für den GameCube gibt es einige Titel, die man als Must-Have für die Sammlung bezeichnen muss. Das exklusive F-Zero GX gehört definitiv in diese Kategorie. Erstaunlicherweise entwickelt von einem Studio aus dem Hause Sega. Amusement Vision hat mehrere Namensiterationen durchlaufen und ist mit Super Monkey Ball schon mal positiv im Rückblick in Erscheinung getreten. Lustigerweise verwendet F-Zero sogar dieselbe Engine wie das Affenspektakel. Lustig deswegen, weil Monkey Ball doch eher einen reduzierten Look verwendet, während GX eine absolute Grafikgranate ist. Was hier an Streckendetails abgefeuert wird, in Kombination mit der wahnsinnigen Geschwindigkeit, eine wahnsinnige Geschwindigkeit und los! Das sucht auf dieser Konsolengeneration technisch gesehen echt seinesgleichen. Ansonsten bin ich mit der F-Zero-Reihe gar nicht vertraut und habe bisher noch keinen Teil der Reihe gespielt. Ich weiß aber, dass sie bis auf Super Nintendo zurückreicht und dort mit dem Mode 7-Effekt beeindruckte. F-Zero etablierte auch das prototypische Spielprinzip. Abgefahrene Strecken mit Steigungen, Sprüngen, Spiralen, Steilwänden, 90-Grad-Kurven, Beschleunigungsfeldern und etlichen Hindernissen, die zusammen in Kombination mit der Spielgeschwindigkeit für jede Menge Adrenalin sorgen. Dabei gilt es stets, die Schildenergie im Auge zu behalten, denn wenn die unten ist, explodiert der Gleiter und sein Pilot wird in den Ruhestand versetzt. Ab der zweiten Runde wird der Booster am Gleiter aktiviert, sodass man auch ohne Beschleunigungsfelder das Tempo erhöhen kann, um der Konkurrenz davon zu brausen. Doch die Boost-Energie ist gleichzeitig die Schildenergie. Wer also die maximale Geschwindigkeit auf einer Runde rausholen will, boostet sich bis fast zur eigenen Explosion und fährt dann, dank Streckenkenntnis, über die Reparaturbahn. Aufgrund des riesigen Teilnehmerfelds ist der taktische Einsatz des Boosts das Salz in der Suppe von F-Zero. Es ist einfach unheimlich befriedigend, wenn man sich seine Gegner in der letzten Runde schön zurechtgelegt hat und diese dann kurz vor dem Ziel in Grund und Boden boostet. Ansonsten ist F-Zero im Vergleich zu Wipeout oder Extreme G puristischer, weil es auf den Einsatz von Waffen komplett verzichtet. Was nicht heißt, dass man seine Gegner nicht ärgern kann. Man kann sie zum Beispiel mit einer Rempelattacke gezielt von der Strecke fegen. Und ich muss sagen, in Sachen Fahrgefühl oder in diesem Fall Gleitgefühl, Streckendesign und taktischen Einsatz des Boosts macht keiner der Konkurrenten F-Zero was vor. Ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass man hier noch etwas verbessern könnte. So hat man trotz der hohen Geschwindigkeit stets das Gefühl, die volle Kontrolle zu haben und ein Versagen auf der Strecke lässt sich für mich immer auf mangelnde Streckenkenntnisse zurückführen. Wenn man dann zusätzlich die Seitendüsen per Schultertaste aktiviert, kann man im richtigen Winkel sogar die 90-Grad-Kurven bei voller Geschwindigkeit nehmen, was einem ein echtes Hochgefühl vermittelt. Na dann ist F-Zero GX doch wohl der beste Future-Renner aller Zeiten. Jein. F-Zero GX. Ist es zu stark, bist du zu schwach. Frei nach dem alten Fisherman's Friend Motto, ist es zu stark, bist du zu schwach, zielt F-Zero GX auf die absoluten Experten ab. Einfach mal ein bisschen drauf losgleiten und sich von der Technik beglücken lassen, ist nicht. Schon ab der zweiten Meisterschaftsstufe geht's beim Streckendesign richtig ab. Ich hatte mich bis zur letzten Strecke eigentlich ganz gut durchgekämpft, doch die habe ich dann einfach nicht geschafft, zu Ende zu fahren. Also nicht gewinnen, sondern ich konnte sie nicht zu Ende fahren.
weil ich immer und immer wieder von der Strecke gefallen bin. Obwohl ich wusste, was kommt, ist es mir immer wieder nicht gelungen, meinen Gleiter ein komplettes Rennen auf der Strecke zu halten. Aus Zeitgründen musste ich dann tatsächlich diese Meisterschaftsrunde abbrechen. Die schwierigeren Strecken sind so anspruchsvoll, dass man nur durch viel Üben und auswendig Lernen etwas werden kann. Ein weiteres schönes Beispiel ist diese optisch wunderschöne zylindrische Strecke. Hier ist es aufgrund der Bauform sehr schwierig, sich auf der Strecke zu orientieren, da einem die typischen markanten Punkte fehlen, an denen man sich sonst orientieren würde. So ist der Weg zu den Boostfeldern nur sehr schwer zu finden, da sie sich auf einem Zylinder rundherum überall befinden könnten. Den KI-Konkurrenten hinterherfahren kann hier Abhilfe schaffen. Mir ist das allerdings ein bisschen zu viel Arbeit. Auch wenn das Erfolgserlebnis am Ende sicherlich phänomenal ist, wenn man auf einer solchen Strecke wie im Schlaf von Boostfeld zu Boostfeld gleitet und geschmeidig den auftauchenden Hindernissen ausweicht. Richtig abgefahren ist auch der Story-Modus, der keine Abfolge von Rennen darstellt, sondern einen mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Die erste lautet zum Beispiel, unter Zeitdruck innerhalb von 3 Runden alle leuchtenden Kanister auf der Strecke einzusammeln. Auf leicht ist es mir tatsächlich beim ersten Versuch gelungen, aber schwer ist dann wirklich super schwer. Da kann ich nicht mal das Streckenzeitlimit einhalten. Selbst wenn ich mich gar nicht um das Einsammeln der Kanistern gekümmert habe, sondern nur auf die Strecke konzentrierte. Viel stranger ist aber die Progression im Story-Modus. Ich dachte, nach geschaffter Aufgabe geht's in die zweite Mission. Mir wurde allerdings nur weiterhin die erste Mission angeboten, im schweren Schwierigkeitsgrad. Erst die Anleitung konnte hier Abhilfe schaffen. Neue Missionen muss man sich mit erspielten Punkten im Shop kaufen. Der Shop ist sonst dafür da, um sich Bauteile zu besorgen, um einen eigenen Gleiter im Editor bauen zu können. Dass sich hier auch neue Missionen verstecken, damit habe ich nicht gerechnet. Und leider habe ich zu Testzwecken bereits Bauteile für einen eigenen Gleiter gekauft und nun habe ich nicht genug Punkte, um die zweite Story-Mission freizuschalten. Ärgerlich! Mein Rückblick-Fazit. F-Zero GX ist ein Must-Have für die GameCube-Sammlung. Technisch unfassbar brillant. Das Fahrgefühl und die taktische Renn-Action auf der Strecke sind ebenfalls makellos geglückt. Gerade im Vergleich zur Konkurrenz. Aber der anspruchsvolle Schwierigkeitsgrad haut den durchschnittlichen Casual-Spieler viel zu früh von der Strecke. Wenn die Lernkurve ein bisschen weniger steil wäre oder es zum Beispiel auch einfach ein Zurücksetzen auf die Strecke gäbe, wenn man mal runterfällt, damit man üben kann, dann wäre das Spiel deutlich massenmarkttauglicher gewesen. So ist es nur eine Empfehlung für Spieler, die sich so richtig reingraben wollen in ihre Rennspiele. Jedes Streckendetail auswendig lernen mögen, um dann die Früchte ihrer harten Arbeit ernten zu können.